Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Production Line. Wir lassen das gleich wieder weiterlaufen. Ja, ich möchte heute versuchen, dass wir die ersten Feinheiten machen können. Dazu benötigen wir logischerweise nicht blitzschnelle Deckenförderbänder, das brauchen wir nicht, nein, aber wir brauchen diesbezüglich ein paar weitere Sachen hier bei den Feintuning. Also beziehungsweise nicht, dass wir alles bei einer Station montieren werden, sondern dass wir unterschiedliche Stationen haben. Wir haben letztes Mal nämlich auch noch das Design Studio, so Gott sei Dank ist das Zeug auch angeschrieben, das Design Studio errichtet, wo wir nämlich schon das erste Fahrzeug hier neu entwickeln werden. Und zwar die Kompaktklasse von Kompaktwagen. Die Kompaktklasse von Kompaktwagen, ja, stimmt, ist korrekt. Und wir sind hier jetzt gerade am Forschen, früher Bestandsverbrauch. Das heißt, dass wir keine Sachen irgendwie vergeuden an Materialien, sondern dass wir das Zeug wirklich verwenden können. So, gut. Gucken wir noch schnell, was wir sonst so alles in der Pipeline haben. Ja, naja, ja. Schnelle Förderbänder, nee, das brauchen wir nicht. Schnellere Trocknung. Es ist halt alles im Detail, hä? Das sind natürlich Detailsachen. Das nicht unbedingt was bringt. Ich meine, diese Sachen hier könnte man auch freischalten, ne? Diese Sachen machen wir da noch. Armaturen. Ja. Why not, gell? Und Motor spezialisieren, das kommt alles. Ja, das kommt alles. Und hier gucken wir auch mal, was da so alles weißer LED, das sieht so. Wow. Bauen wir doch auch mal hier rein. Und dann auch der kleine Van. Ja, der kleine Van haben wir auch rein. So, weil jetzt haben wir sicherlich genügend Sachen zum Forschen, Machen und Tun. Haben wir denn für die Autos, das läuft im Hintergrund weiter, ja, jawohl. Für die Autos haben wir hier nichts Spezielles. Wir machen eigentlich auch noch nicht wirklich viel Plus. Bei Auto machen wir, oder bei diesem Auto machen wir knapp mal 4000 Plus. Ist halt jetzt im besten Willen nicht das Beste, was man da rausholen kann. Beim Markt haben wir schon einen Anteil von 7,58%. Das ist nicht schlecht. Webwerkstelle auf dem Fahrzeugmarkt ist 30%. Ja. Ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen zu tun, weil wir die Rabatte hier ein bisschen eingefügt haben. Ne? Ist gut möglich. Das läuft hier nicht. Das ist nicht gut. Das muss laufen. Haben wir hier so. Unsere Verkäufe 5 Stück, produziert pro Stunde 4, Kunden pro Stunde 3. Ja. Und nachher kommen dann die hier noch, die SUV und die Kompaktwagen. Ne? Das sind die nächsten hier. Wie sieht es hier aus? Und wir auch was vom Kuchen. Ne? Zum großen Kuchen hier, Verkaufsraum. Die Teile werden auch immer wieder verkauft. Das ist gut. Eben wie gesagt, die Marge ist relativ klein hier. Trotzdem können wir die Teile verkaufen. Und es ist auf dem höchsten Stand. Es ist auf dem höchsten Stand. Es läuft, glaube ich, immer noch unter Kompaktklasse. Wir sind noch nicht in der Mittelklasse angelangt. Wir könnten diese Sache auch rausschmeißen. So ist es ja nicht. Hä? So wäre es ja nicht. Ich meine, da würden wir Klimaanlage okay. Ich meine, man sieht hier selten. Das hier ist sehr selten. Navigation könnte man eigentlich entfernen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Weil das geht dann halt wirklich, da muss man auch Luxusklasse bald sein. Weil halt eben auch der Preis höher ist, wenn man das hier einbaut. Da muss ich natürlich auch den Autopreis erhöhen. Ja, das ist halt eben dann so. Ja, am besten wäre es natürlich, wenn man hier diese Sachen runterkriegt. Hä? Kosten der Komponenten, das wäre natürlich gut. Man hätte eben die Komponente selbst herstellen kann, das Navi und so weiter, und das ist natürlich dann schon. Aber dann kommt natürlich die Frage wieder mit dem Mitarbeiter.
Ich weiß auch wirklich nicht, wo man die Mitarbeiter machen kann. Okay, sehr schön. Gesamtmitarbeiter 120. Wir haben Production Slots hier. Es gibt ganz viele Sachen hier. Noch gar nicht so wirklich geguckt. Hat die Kompaktklasse, was sehr selten ist. Was selten ist. Soundanlage. Uiui. Die Soundanlage und die Zentralverriegelung. Ah, hier, Zentralverriegelung. Okay. Das können wir nicht machen. Warum? Ich schmeiße es mal rein. Sicherheitsmerkmale haben wir. Was brauchen wir denn da? Ah, Türenspezialisierung. Achso. Türenspezialisierung. Haben wir das irgendwo? Nö. Haben wir nicht. Also ist das nicht herstellbar? Noch nicht herstellbar. Scheinwerfer mit Kurvenlicht. Man sieht hier selten, sehr selten. Naja. Und das andere wäre noch gewesen, wo ist dann hier diese Soundanlage? Oder kommt die jetzt bereits? Soundanlage, hier. Ja, das haben wir drin. Die Soundanlage ist drin, die kommt auch schon bald. Die kommt auch schon bald, sehr gut. Was ist das nächste, das gerade geforscht wird? Aktuell wird erforscht. Airbag. Der Airbag kommt. Der Airbag, ist der Airbag eigentlich? Nochmal schnell schauen hier. Teile. Ausstattung. Wo ist der Airbag drin? Ist gar nicht hier drin. Echt jetzt? Wo ist der Airbag? Hier auch nicht. Wie hackt's bei mir jetzt gerade? Produktionsslots. Betrieb. Warte auf nächstes Fahrzeug. Da muss natürlich schon die Auslastung muss hoch sein. Ah, da hat es viele, viele Sachen, die warten. Das ist zu viele Sachen, die warten müssen. Oh, da hat es einen Mangel. Oh, Mängel festgestellt. Uiuiuiui. Die Kompaktwagenklasse. Sehr schön. Sehr schön. Gucken wir doch hier mal schnell. Diese Roboter brauchen wir hier nicht. So, sehr schön. Kompaktwagenklasse. Wie viel braucht es denn so auf dem Markt? Ja, Leute, hier. Da können wir was machen. Wir machen hier einen Kompaktwagen. Keine Produktion geplant. Und machen hier nur die Klimaanlage rein. Hä? Nur die Klimaanlage. Und gehen auf den hohen Stand. Na, vielleicht so. Ja. Zeit. Dann haben wir Zeitplan ändern. So. Limousine, Kompaktwagen. Zufügen. So, und wir wechseln immer ein so, ein so, ein so. Und wir beides drin. Sehr gut. Wieder Mängel. Leute, was ist los? Was ist los hier? Mängel, Mängel, Mängel. Nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt kommen die neuen Sachen. Einfuhren? Egal. Ja, super. Aha, bevor... Ah, hier können wir jetzt... Okay, das ist das, was ich... Das habe ich bereits erforscht, was eben vielleicht gar nicht so wichtig gewesen wäre. Dass wir halt eben hier sagen können, jawohl, das produzieren wir selbst. Nee, das kaufen wir zu. Also das... müssen wir uns dann wirklich genau im Detail dann anschauen. Wenn es dann soweit ist. Ups, das wollte ich nicht. Hier haben wir Stau. Können wir hier vielleicht
Ah, okay, gut, der kam gerade im richtigen Moment. Hier auch. Hier kommt was rein. Ah, Airbag. Haben wir auch. Alle kaufen. Ich brauche hier nicht zusätzlich was. Warte auf das nächste Fahrzeug. Das ist einfach zu krass hier. Airbag. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Mache ich denn das Auto auch besser? Hier. Nicht jetzt hier. Aber kann ich gar nicht einfügen. Airbag kann ich nicht einfügen. Forschung, jawohl, jawohl, jawohl. Ist gut. Airbag kann ich nicht einfügen. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Das ist Elektronik. Bestandsaufbau. Aha. Airbag kann ich nicht einfügen. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, hä? Auch nichts tun. Ja, auch nicht. Airbag ist separat, hä? Wahrscheinlich. Aha, oh, jetzt aber, jetzt geht's voran. Chassis-Montage. Achsenmontage. Kann man auch noch separat die Achsen fahren? Fahrwerk montieren ist separat. Tank montieren. Wow. Okay. Karosserie montieren. Da kann man ja ganz viel machen. Gut. Karosserie. Dach. Dach fertigen. Panoramadach. Eieieiei. Motor montieren. Aber wo ist Airbag? Elektronische Komponente. Airbag ist Zubehör. Die kann man nur einzeln fertigen hier. Okay. In Elemente. Och. Haben wir noch nichts. Aber kein Airbag drin. Nur Qualitätskontrolle. Ich meine, das wäre ja unter Sicherheit drin. Heizung kommt, automatische Scheibenwischanlage. Okay, und dann kommen die Produktionen hier. Das lassen wir jetzt mal noch. Good question, hä? So, haben wir denn schon den ersten Kompaktwagen? Ich glaube es gar nicht. Sehen alle gleich aus vom Grundgerüst hier, hä? Sehen alle gleich aus. Kompakt waren, das wäre gerade einer gewesen, aber es sieht halt im besten Willen nicht wirklich anders aus. Ja. Kompaktwagen und das normale. Ja, vielleicht doch. Oder nicht. Die sehen doch genau gleich aus. Der ist hier hinten ein bisschen länger als der, hä? Ja gut. Viel ist wirklich nicht. Ah, hier könnte man es eher unterscheiden. Die ersten kommen tatsächlich schon. Jo, da ist ja schon einer. Ja, ich würde sagen. Aha, hier haben wir auch schon einen drin. Jetzt einer mit Lenksäule montieren. Mit Mängel. Aha. Guckt euch das an. Nice. Auch haben wir doch schon ein paar hier verkauft, auch von denen. Super duper. So soll es sein.
Gut, wir warten nochmals, bis hier die, was ist das jetzt? Fahrer-Airbag fertig ist. Da gucken wir, ob wir den irgendwo vielleicht gleich schon integrieren können, irgendwo. So, jetzt. Slots upgraden. Ja. Hier kann man diese einfügen, hä? Hier kann man diese tatsächlich jetzt einfügen. Macht das Sinn? Ich nochmals hier rein. So, ja. Fahrer-Airbag ist sehr selten, hä? Aber wir machen die Fahrzeuge teurer, hä? Aber haben wir ja nicht drin. Aber haben wir nicht drin. Wir müssen schnell gucken, wo jetzt überhaupt das Teil ja auch eingefügt wird, weil sonst sonst haben wir da ein Problem, hä? Wo wird denn das Airbag-Zeugs eingefügt? Nee, da, na hier, nee, doch nicht. Müsste doch eigentlich hier irgendwas sein. Zubehör montiere Klimaanlage ganz sicherlich nicht. Klimaanlage ganz sicherlich nicht. Der Airbag reinkommt. Der rein. Das haben wir alles schon mal kontrolliert hier. Serie montiere. Kommt auch noch die Heizung. Neues Upgrade Armaturenbrett montieren und eins andere. Alle Slots upgraden. Null vorhandene Slots. Modelle überarbeiten. Ne, lassen wir mal. Bauwerk, Tank. Bei Chassis haben wir auch nichts. Ganz bestimmt nicht so etwas hin. Oder sind die Teile automatisch drin? Das kann eben auch sein. Elektrische Komponente. Gehen wir schnell schauen. Technologien. Klimaanlage. Den Slot frei. Klimaanlage montieren. Die Frage ist nur, wo kommt die Klimaanlage hin? Umweltmerkmale. Und aber auch die Sicherheitsmerkmale Airbag. Fahrer-Airbag. Benötigt Zubehörspezialisierung. Nicht erforscht. Klimaanlage. Dieser Slot wurde noch nicht erforscht, aber montieren könnte man es. Ja. Kommt nach Zubehör. Das kommt ja nach Zubehör. Ah, Klimaanlage haben wir, die haben wir ja schon bereits. Da müsste aber hier. Ah, die Klimaautomatik ist drin. Okay, die sind dann Spezial, hä? Weil hier die Klimaeinheit ist drin. Okay, Klimaeinheit ist drin, da müssen wir keine Angst haben. Aber der Fahrer-Airbag. Der Fahrer-Airbag. Wo kommt der hin? DIN-Elemente montieren. Fahrer-Airbag, also ich habe das Teil hier einfach noch nicht wirklich draus.
Airbag benötigt Zubehör Spezialisierung. Das haben wir. Das haben wir ja hier. Aber Zubehör Spezialisierung haben wir nicht. So, jetzt haben wir Soundanlage, alle Slots upgraden damit. Modelle bearbeiten. Können wir das upgraden? Ja. Und ja. Gut. Geht auch automatisch hierher. Ja. Nein, das ist die Hupe. Wie man das jetzt wieder wüsste. Gab's noch nicht draußen, hä? Also ich. Keine Ahnung. Zubehör, das haben wir auch drin jetzt. Können wir bei Prozesse. Okay, dann haben wir Achsen. Da hinten können wir natürlich relativ viel selbstständig machen. Vielleicht mal hier nochmal schauen. Elektrischen Sitze könnten wir mal noch reinhauen. Sonnendach. Wir nehmen halt jetzt doch alles mal mit. Hä? Und dann gehen wir wieder in die Prozesse. Gehen wir mal halb von oben durch. Uiuiui. Und alles kleinere Komponenten. Ah, jetzt können, ah, wir können nicht mehr in die Warteschleife reinhauen wahrscheinlich. Hä? Oh. Einer Van ist dran. Okay. An den Allrad. An den hier noch. Guter Letzt der. Okay. Na, ja, dann wird doch nichts hier mit etwas Speziellem machen. Ich gehe da ein bisschen näher ran. Ja, wir müssen da irgendwie. Was kommt jetzt? Hupenproduktion. Hupenproduktion, das wär das hier. Hä? Wenn wir selber eine Hupe bauen. Oh. Ja, jetzt ist das freigeschaltet. Die Hupe fertigen. Ich meine, die Hupe, die wird ja hier eingefügt, hä? Zubehör montieren. Dann fällt das einfach irgendwann raus. Und ich meine, hier haben wir wirklich nur die Montage der einzelnen Sachen hier. Wenn man das unterteilen könnte, die Bedienelemente, die fehlen zwar noch, aber das könnte man alles unter Armaturen dann machen. Dann bräuchte man, glaube ich, den nicht mehr. Oder? Zubehör montieren. Und sonst müsste ich das hier alles in einer Reihenfolge haben. Was immer wieder Mitarbeiter benötigt. Hier haben wir Mitarbeiter, haben wir hier 5 Stück. Wenn wir alles in Einzelteilen machen, haben wir mehr Mitarbeiter. Da müssen wir schon aufpassen. Da müssen wir schon aufpassen. So, aber wir haben genug gefertigt momentan. Scheinwerfer kam jetzt neu dazu. Jetzt glaube ich kommen Sitze, Windschutzscheibe und Klimaanlage. Ja, da müssen wir jetzt schauen. Prozesse, dass wir eben da schon ein bisschen. Klimaanlageproduktion. Windschutzscheibenproduktion, das sollte man schon. Der hier holen wir alle diese Sachen jetzt nach oben. Ja. Ja, ja, komm. Ja, wobei Klimaanlage machen wir jetzt eher am Schluss. Elektrische Sitze. Die sind teuer, die mache ich später.
Lass uns mal so laufen. Weil dann könnten wir eigentlich, der kommt ja eh dazu. Aber wenn wir hier nachher die Einzelnen haben, ich meine, jetzt müssen wir schnell schauen, da habe ich jetzt einen Mitarbeiter. Hupe montieren, braucht keinen. Okay. Dann haben wir einen Mitarbeiter, da haben wir einen Mitarbeiter, also nochmals 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mitarbeiter hätten wir da. Dann brauchen wir hier 4 Mitarbeiter. Ja, da ist das Problem. Das kostet. Das kostet. Ja. Aber wir bleiben wahrscheinlich doch hier. Jetzt haben wir schon Sitze fertigen. 6 Mitarbeiter. Weiß ja, das kostet ja dann Unmengs. Mal schauen, ob wir irgendwo sehen, was uns die Mitarbeiter dann so kosten. Wir haben 120 Mitarbeiter. Aber wir haben noch Kohle hier. Preise. Aha, hier. Die Löhne sehen wir hier. Das teuerste Produktionsmitarbeiter sind nicht teuer. Nö. Die Forscher, naja, Vertriebsleiter, Marketingleiter, das haben wir alles gar nicht. Doch, Marketingleiter haben wir auch. Wartungstechniker, Computertechniker und das hier ist teuer. Portierter Strom. Okay, warte mal. Sonnendach? Nein, wir nicht ausstatten. Also, können wir denn überhaupt auch noch mehr Strom machen? Ich meine, das müssen wir sowieso nachher irgendwo in ein Eck legen, überall ein bisschen Generatoren hinknallen. So, wie sieht's denn jetzt aus? Da haben wir natürlich weniger importierter Strom, hä? Wir gucken mal so Gesamtzeit. Nein, Gesamtzeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Eieiei. Hier vielleicht die Komponenten. Einkauf, ja. Das muss runter. Löhne Forschung ist natürlich auch hoch. Miete, okay. Löhne Produktion. Geht eigentlich noch. Stromeinkauf geht auch. Das ist nicht so hoch. Der ist sogar jetzt massiv gesunken. Der Komponenteneinkauf ist relativ hoch. Das war jetzt ich. Wahrscheinlich mit der Forschung. Die Löhne. Das sind die Bauchschmerzen machen. Hä? Müssen wir schauen. Ich glaube, Überschüssiges können wir hier eh nicht verkaufen. Denke ich jetzt mal. Das heißt, wir werden uns hier weiter spezialisieren. Und dann versuchen wir, die einzelnen Komponenten dann zu machen. Jetzt haben wir Scheinwerfer mit Kurvenlicht. Neues Upgrade, Scheinwerfer montieren und Scheinwerfer fertigen haben wir gleich freigeschaltet. Okay. Wir machen auch hier mal wieder einen Stopp. Machen beim nächsten Mal weiter, denn wir sind ja doch. Wir kommen langsam jetzt besser voran. Bei der. Nein, Chassis sind wir jetzt hier nicht dran. Oder sind wir auch bei Chassis dran? Doch. Auch. Aber wir haben hier hauptsächlich die elektronischen Sachen. Auspuff kommt nachher, Windschutzscheibe. Hupen haben wir hier. Kostet halt Unmengs. Schnelle Förderbänder, das können wir noch reinputtern hier. Ist zwar nicht das Wichtigste. Und dann Armaturen noch. Das ist schon drin. Auch schon drin. Mach das noch schnell rein. Oh, ah, das ist schon.
Okay, der Rest sieht doch gut aus. Und da können wir bei der Technologie dann endlich weiterfahren, weil da sind noch einige nicht freigeschaltet dann, ja? Okay, gut. Also, dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir vielleicht hoffentlich doch hier das eine oder andere von dem Zubehör in Einzelteile dann von der Montage zerlegen können. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Packy. Bye, bye.